Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Willkommen zu einer weiteren Runde Tarkov. Die, die im Stream mit dabei waren, haben mitbekommen, dass ich extrem viel verloren habe, also von unseren Waffen, die wir hatten. Oh, Schissel. Oh Gott. Habe ich sau viele verloren. Oh oh. Weil ich genau in ultravolle Server kam, wo ich einfach jedes Mal am Anfang sofort weggeholt wurde. Also wirklich jedes Mal. Dummerweise habe ich die nicht aufgenommen. Die waren eigentlich ziemlich lustig, also halt, weil ich immer direkt auf die Kappe bekommen habe. Krass, liegen hier viele Leichen rum, um Gottes Willen. Der hat einen Ultra-Rucksack auf dem Rücken, der eine. Da oben habe ich auch schon ein Rennen gesehen, also jetzt nicht, oh Gott, direkt gucken, was da abgeht. Vor allem, wo es da abgeht. Ich glaube, die sind unten. Oh Gott! Oh mein Gott! Okay, ich glaube, das war keine so gute Idee. Das war nämlich ein kleiner Scafarino und jetzt werde ich Probleme bekommen. Darum gehen wir mal kurz ein bisschen in Deckung. Okay, das Ding ist noch voll, alles klar. Wo sind die Exits? Nur, dass ich das schon mal weiß. Office Window und Gate 3, alles klar. Mann, Mann, Mann. Das wird jetzt haarig. Ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt einen Scav killen. Gerade weil hier so viele Spieler noch mit am Werk sind. Das ist ein bisschen unangenehm, aber naja, was soll's, was soll's. So. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter, Alter, Alter! Gottes Willen! Okay, alles klar. Was ist nur mit den Leuten los? Das Ding ist voll, alles klar. Wie sieht's mit der aus? Ist auch voll. Okay, läuft. Schissel, Schissel, Mann. Jetzt habe ich echt ein Problem. Da rechts ist ein Spieler. Irgendwo da. Und die Scavs wissen, wo ich bin. Der Spieler weiß sicherlich auch, wo ich bin. Ich versuche ins Office Window zu kommen, auch wenn das das Krasseste ist, dass man nehmen kann. Wir hoffen einfach mal, dass da jetzt gerade keiner... Oh, oh, da ist einer. Da war einer. Shit, 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 shit. Wahrscheinlich geht der jetzt gerade durch das Exit. Das ist jetzt blöd. Also, wenn er wirklich durchgeht, wäre das ja nicht so tragisch, aber... Ha, ich kann mir vorstellen, dass er mich gesehen hat oder gehört hat und wartet. Ich gehe doch ins andere Gate. Kurz die Lage checken. Aber das wäre jetzt auch ein sehr kurzes Spiel. Das kann ich euch eigentlich nicht antun. Nee, das kann ich nicht machen. Was ist mit dieser anderen Waffe, die ich habe? Die da, genau. Full. Das ist eine Pump, ne? Okay. Sieht schon sehr geil aus. Aber ich gehe jetzt hier mit der AK vor. Also es ist hier noch mindestens ein anderer Spieler. Und vielleicht steppt ja auch noch irgendwo ein Scav rum. Das kann auch sein. Wir gucken jetzt hier mal. So, hallo. Gott, fuchst mich, dass der nicht mehr da ist. Ich mache jetzt halt das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Geht jetzt hier außen lang. Und komme dann zumindest visuell von woanders. Er kann mich jetzt zwar hören, aber ich glaube, ich kann ja nicht schleichen. Das wäre, glaube ich, der Overkill. Guck kurz hier runter. Hallo. Und, hi Duke. Okay. Gehen wir halt darüber. Ich nehme doch die Pump. Ich weiß zwar nicht, wie ihr Schussverhalten ist, aber ich nehme jetzt die Pump. Ach, da kann man drunter durchschießen, wie frech ist denn. Alter! Alter! Oh mein Gott. What the fuck? Huh! Ha, wir haben es geschafft. Das war der letzte. Ich untersuche den noch kurz. Warte mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, er hat noch einen anderen Back dabei gehabt. Das war ein Spieler. Der hat die ganze Zeit gewartet. Ist der bescheuert? Nee, warte halt. Doch, er hat einen Dog-Tag-Slot. Das haben nur Spieler, oder? Ey, was ein Frechdachs, ne? Warte, 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 komm. Stopp. Warte, Exit. Moment. Nice. Oh mein Gott, wie nice. Das war, ich glaube, das war wichtig, dass ich mir den noch geholt habe, oder? Sonst wäre es echt, das wäre zu low gewesen. 4 Kills, meine Damen und Herren. Ich glaube, so viele Kills hatte ich noch nie. Kann man das schon als Monster-Kill bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Aber hey, guck mal hier, guck mal hier. Ein Schalüssel. Sand 216. Habe ich doch nicht. Sehr gut. Bandagen. Ach Gott, ist das nicht schön. Und vor allem haben wir 2 Wumm. Perfekt. Ja, die Pockets mache ich so, aber ich glaube, die Dinge nehme ich einfach so mit. Und da habe ich auch mit diesen AK-Custom-Dingern erstmal rumhantiert. Passt hier alles noch rein, ja, ne? Sieht der Kram cool aus. Die sieht schon irgendwie nice aus, oder? Das ist ein sexy Ding, kann man nicht sagen. Das Messer natürlich mit, klar, die Brille. Die bringen nicht irgendwie Deckung oder sowas, ne? Nice, das war echt eine richtig geile Runde. Lass mal schauen. Beziehungsweise, kann man das eigentlich, hoppala, eins zu viel, kann man das eigentlich reparieren? Also, jetzt, hey, ein bisschen so unexaminiert. Kann man die Maske jetzt hier auch repairen? Also, hat das dann überhaupt irgendeinen Sinn? Macht die Maske irgendwas? A piece of cloth, typical banana. Armor Points, 100%. Das Ding macht Armor. Die Klamotten, diese kleinen pimmeligen Klamotten, die man hat, geben einem auch Armor. Ja, nice.
nice. Warum verkaufe ich denn die jedes Mal? Schön behalten und für die nächste Mission anziehen. Aber ganz klar, mein Freund. Ich bin jetzt nicht mehr auf diesen Kleinkram aus, sondern ein bisschen reinzureißen, einige Kills zu machen und mich eben auch gegebenenfalls aufzuheilen. Jetzt haben wir wieder so ein Ding dabei. Sehr schön. Können wir uns auch schon mal anziehen für die nächste Round. Fans, nimm du mal noch das Messer. Ich glaube, Messer braucht man wirklich nicht zu sammeln. Obwohl, diese Bowie-Dinger werden, die kann man irgendwie tauschen. Aber das ist nicht so eins, ne? Oder doch? Nee. Und jetzt will ich einfach nochmal so ein Mysterium klären, ja? Folgendermaßen. Jedes Mal, wenn ich mit einer Pistole eine Runde mache, verrecke ich. Immer. Meistens schon direkt zu Anfang. Also schön mit Maske und Bums. Wir gehen jetzt volle Pulle rein auf Customs. Vielleicht bekomme ich sogar nochmal die Uhr hin, diese Uhr, die man da sammeln muss, ihr wisst schon. Und jetzt will ich es aber wissen. Ich will nicht schon wieder sterben. Ihr seid mein Zeuge. Meine Zeugin. Das passiert mir echt so unglaublich oft. Naja, ich mache da demnächst eine Ultra-Hardcore-Runde. Das ist jetzt diese Runde, um zu beweisen, dass man nicht einfach jedes Mal verreckt mit einer Pistole. Das gibt es dann in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ihr wisst ja, liken, abonnieren, favorisieren, onanieren, kommentieren, verschisselieren. Und dann sehen wir uns morgen. Bye!